Willkommen zum Getting Ready Podcast von Hochzeitsfotografen für Hochzeitsfotografen. Lehnt euch zurück und lasst euch inspirieren, denn auch in der heutigen Episode erwartet euch wieder eine Menge Content sowie gute Unterhaltung. Und hier sind eure Gastgeber, Marc Schellwart und Torben Röhricht. So, zack, jetzt sind wir online sozusagen. Auf Sendung. Hi. Moin. Bist du im Stress? Ja, also Stress jetzt nicht direkt, aber heute nachher geht's zum Way Up North. Ja, cool. Da melde ich mich ab für 2 Tage. Sehr cool. Ja. Oder an. Ja. Ja. Ja, freue mich auch schon. Also Joris und ich fahren zum Way Up North und ja, wir haben uns da eingemietet in Airbnb und dann, ja, mal gucken. Keine Ahnung, wer da Line-Up-Speaker ist. Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ich lasse mich einfach überraschen. Ja, das habe ich auch schon von anderen Seiten gehört. Man fährt dahin, weiß aber gar nicht, wer da spricht. Ja, ich glaube auch nicht, dass ich irgendjemand da kenne. Also ich habe es wirklich nicht geguckt. Vielleicht ist es auch so, ne? Aber das sind ja auch viele internationale Hochzeitsfotografen oder auch nur. Kann auch sein, vielleicht sind auch Deutsche da, weiß ich nicht. Aber ja, genau. Oh, mal gucken. Ja, ne? Ist aber auch nicht verkehrt. Am Ende wirst du natürlich immer noch den einen oder anderen coolen neuen Tipp mitnehmen, denke ich mal. Ja, ich denke auch. Ja, und ja. Es geht natürlich halt auch viel um das Dabeisein und die anderen und so weiter dann, ne? Ich glaube, es geht viel um Spaß auch einfach. Spaß, Connections, Netzwerk. Genau. Auf jeden Fall. Neue Inspiration und ja. Ja. Wie ist das jetzt so weit, Berlin? Boah. Wie weit ist denn das? Von wie vielen Stunden würdest du denn fahren? Locker 6 Stunden mindestens. 6 Stunden, ja gut. Ja gut, das ist jetzt wirklich schon, also wir sind so mit 3,5, glaube ich, dabei, wenn es gut läuft. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht so das könnte Thema. Könnte man eher fliegen, aber ist egal, das ist, ja. Ja, ich glaube, ja, überlegst du ja. Also ich glaube, wir haben ein Airbnb, da sind, ich glaube, bis zu 4 Schlafmöglichkeiten. Und ich meine, dass es noch Tickets gibt. Okay. Ja, nee, nein, das Ding ist durch. Ja, klar. Woche ist auch zu schon wieder bei mir jetzt. Nee, alles gut, so wie es ist. Aber ich wünsche dir, euch viel Spaß, bestell schöne Grüße. Werde ich ausrichten. Genau. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, können wir nächste Woche drüber reden. Ich bitte drum, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Wie weit bist du mit deiner neuen Webseite? Ah, fertig. Nicht ganz. Nein, also ich habe aber... Das sind ja immer so die Teilbereiche, ne? Also ich habe mir jetzt ja eine Staging-Seite eingerichtet. Das hatte ich, glaube ich, schon erzählt. Das ist relativ einfach bei meinem Hoster. Ja. Und dann habe ich... Das war die erste große Hürde. Ich habe das Cadence-Theme installiert. Und mich damit erstmal so ein bisschen, wie sagt man das, familiär gemacht, also mich dran gewöhnt, mir das mal so angeschaut und so weiter. Und ich muss sagen, mittlerweile ist so ein bisschen der Knoten geplatzt. Okay. Ne? Und das hat jetzt auch gar nicht so lange gedauert. Es gibt auch bei YouTube, kannst du dir natürlich unendlich viele Videos darüber angucken. Und da habe ich mich jetzt so ein bisschen durchgearbeitet. Aber ich mache es mir, Marc, ich mache es mir auch noch ein bisschen einfach. Ich habe mir nämlich noch so eine Agentur gebucht, die dann die Seite aufbauen. Mal gucken aus Pakistan. Mal gucken, ob es klappt und wie es klappt. Aber die meinten zu mir, gar kein Problem. Wir kennen uns aus und wir machen das. Und natürlich muss ich selber auch können. Ne? Ich will die Seite ja später selber auch updaten und so weiter. Aber dass ich erstmal so die Grundlage habe, ja, das wollen die machen. Mal schauen. Okay. Ja, ja. Und wie läuft es bei dir? Ja. Ich bin jetzt irgendwie mittendrin. Es wird auch jetzt was dauern, weil ich das immer nur irgendwie sukzessive da dran arbeiten kann. Wenn ich ein bisschen Zeit übrig habe, dann versuche ich wieder ein bisschen was zu machen. Ja, im Moment kommt es irgendwie von allen Seiten wieder und ja, muss man. Wird noch was dauern. Ja, will ich jetzt gar nichts anderes sagen. Es wird noch was dauern, bis ich die wirklich fertig und online habe. Die wird wahrscheinlich schon online gehen, bevor sie wirklich fertig ist, weil richtig fertig wird sie ja eh nie. Ja, genau. Also das ist ja auch noch Zeit dafür. Ich glaube, die erste Hürde, die du nehmen musst, ist einfach anzufangen. Und ja. Das haben wir gemacht und und wenn man da erstmal so ein Einblick hat. Ne? Aber ich fühle mich auch schon wohl auf jeden Fall damit, muss man sagen. Ja, zwischendurch suchst du immer mal noch mal was, aber im Groben funktioniert das alles schon ganz gut. Ja, und ja, bin ja eigentlich ganz zufrieden.
wo ich jetzt so das Gefühl habe, jetzt schon, dass die Performance besser sein wird. Also ich glaube, es wird schneller sein als bei Flowseams. So der bei mir sowieso, weil ich ja wirklich das ganze System nochmal einmal komplett neu aufsetze. Ne? Und wie gesagt, irgendwie meine Webseite mittlerweile 17, 18 Jahre oder sowas alt und zugemüllt bis zum geht nicht mehr mit verschiedenen Themes, die ich über die Jahre ausprobiert habe und eine Menge Datenmüll und ein Shopsystem, was zwischenzeitlich mal auch noch darüber lief. Ja, tausende von Bildern, viele, die gar nicht mehr benötigt werden. Ich nutze es jetzt einfach als Gelegenheit, da wirklich einmal auch alles neu aufzusetzen, um dann einfach auch eine bessere Performance dann hinzubekommen. Die war nicht gut, ne? Also die Performance bei mir auf der Seite war nicht mehr gut. Und auch da hatte ich ja auch mal, ich weiß nicht, ob der aus, ich glaube aus Indien kam der, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine aus Indien über Fiverr, ne? Fiverr oder so, genau. Da so ein WordPress-Spezialisten irgendwie mal da dran gesetzt, der mir da irgendwie so ein bisschen Performance reinbringen sollte. Und er hat auch gesagt, ein bisschen was hat er hinbekommen, aber das ist so, wirklich so zugemüllt alles, sagt er, schwierig. Na gut, okay. Und er hat sich wirklich Mühe gegeben. Also das muss ich wirklich sagen, der hat sich echt Mühe gegeben. Ja, wirklich. Okay. Naja. Es war nicht so einmal drüber gucken und nee, habe ich keinen Bock drauf. Also der hat echt was versucht. Ja, also, aber umso besser jetzt einfach mal von null anzufangen, ne? Rein Tisch sozusagen. Ja, aber es bleibt natürlich auch immer irgendwo was auf der Strecke dann, das ist auch klar, ne? Ja, also ich habe mich ja bewusst dagegen entschieden, allein aufgrund der Tatsache, dass ich diese ganze SEO, ne, die Keywords und so weiter, den Facebook-Pixel, Google-Pixel, alles wieder neu aufsetzen müsste und das... Da bin ich froh, dass das läuft und ja, also da misste ich die Seiten an sich aus und so, auch Bilder und so. Aber ich bin da guter Dinge, dass das auch klar gehen wird. Ah, ich habe mich jetzt entschieden, das einmal jetzt mal, das werde ich jetzt nicht jedes Jahr machen, aber so nach 17, 18 Jahren kann man es ja mal machen. Dann schon noch. Da kann man es mal machen, ja. Genau. Worüber ich heute mit dir sprechen wollte, und du hast mich auf das Thema überhaupt erst gebracht. Ja. Wie geht man mit schlechten Google-Bewertungen um? Ja, das ist ein sehr gutes Thema, finde ich. Ja, das wollte ich eigentlich schon vor 3 Wochen mit dir besprechen, als es auch aktuell war. Aber dann kam erstmal diese ganze Flowseams-Geschichte dazwischen, war natürlich dann erstmal das heiße Top-Thema. Ja, genau. Und jetzt denke ich, sollten wir aber da auch mal drüber sprechen. Also Hintergrund ist tatsächlich, magst du es erzählen? Oder soll ich na klar, natürlich. Ja. Ja, selbstverständlich. Also es ging los mit unserer Hochzeitsreise, wo ich die letzten beiden Tage, oder eigentlich nur den letzten, ja doch, die letzten beiden Tage damit zugebracht habe, also nicht nur, ne, aber zumindest war das auch teilweise bestimmt. Ich habe da nämlich auf einmal, als ich meine E-Mails checken konnte, das geht ja an Bord eines Kreuzfahrtschiffes auch nicht so unbedingt reibungslos, ne? Aber als es eben mal kurz ging, habe ich gesehen, sie haben eine neue Google-Bewertung. Dachte ich mir, boah, alles klar, das ist ja cool, weil du und ich denke mal, wir sind genauso du wie auch ich, 5-Sterne-Bewertung gewohnt. Ne? Na, aber auf einmal stand da nicht, sie haben eine, herzlichen Glückwunsch, sie haben eine 5-Sterne-Bewertung bekommen, sondern da stand, sie haben eine 1-Sterne-Bewertung bekommen, ohne herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann dachte ich mir so, habe ich erst mal an Spam gedacht und so weiter. Und konnte ich auch dann noch lesen, diese Bewertung. Es war halt tatsächlich von einer Hochzeit, die auch nicht unproblematisch war. Es war sogar eine Problemhochzeit. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das noch alles so hinbekomme. Die aber dann doch aufgrund von Corona und so weiter doch lange oft verschoben wurde. Dann gab es eben Irritationen mit dem Second Shooter und so weiter. Naja, das kann ich jetzt auch gar nicht alles ausführen. Ist jetzt auch vielleicht nicht so wichtig. Allerdings blieb die Tatsache, dass ich jetzt ja mein Galeriesystem umgezogen habe auf PicTime, ne, von Pixieset. Ja, und da ist wohl die E-Mail
also die ich ausgelöst habe, das passiert ja alles automatisch, hat ihn nicht erreicht und er hat mir dann eine E-Mail geschrieben und die ist jetzt wirklich ausgerechnet und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeine Vorsehung ist oder ob ich schlechtes Karma hatte mal, die ist im Spam-Ordner gelandet. Das heißt, ich habe die einfach nicht bearbeitet, nicht darauf reagiert. Mhm. Naja, und dann hat er irgendwie, weiß ich, sagen wir mal so 2 Wochen gewartet und mir dann eben diese schlechte Bewertung gegeben. Ja, genau, also das war jetzt mal so die Kurzform. Ne? Also er hatte einfach schlicht keinen Zugang mehr auf seine Galerie und mit dieser Irritation, die es aufgrund von Corona-Verschiebungen gab, hat er wahrscheinlich die Schnauze voll gehabt und mir dann eine 1-Sterne-Bewertung gegeben. Und ich habe die dann gelesen und ich dachte mir so, oh, das ist aber heftig, ne? Das ist aber wirklich heftig, ne? Aber es war, wie gesagt, die Hochzeit stand auch nicht unter einem guten Stern. Das war auch keine, also so eine Hochzeit würde ich auch nie wieder annehmen, ne? Das war so eine Motorradclub-Hochzeit und so weiter. Also das war alles, also da würde ich jetzt in Zukunft bei solchen Anfragen die Beine in die Hände nehmen, ja. Und wegrennen vor. Da hatte ich so ungefähr 2 Tage damit verbracht, im Geiste eine Antwort zu formulieren, ja, und das hast du ja auch, du hast das ja nicht im Geiste, sondern ja, ich habe sogar auch, du hast ja mich dann irgendwie angeschrieben, ja, und gesagt, ja, guck mal, und da schlechte Google-Bewertung und dann hast du gesagt, hier, schau mal, ich habe hier schon eine Antwort formuliert, was hältst du davon? Ja. Genau, ergänzend dazu muss ich noch sagen, es ist ja auf, wie gesagt, auf dem Kreuzfahrtschiff nicht so, dass du mal eben schnell reagieren kannst, sondern es war einfach oft gar kein Netz da, ne? Das heißt, war wirklich rappelig teilweise, ja. Und das war natürlich schon ein bisschen ungünstig. Aber nachher dann doch vielleicht ganz gut, ne? Und jetzt kommst du. Genau, pass auf. Also die Überlegung dahinter, ich muss auch noch ein bisschen weiter ausholen, aber erstmal ist natürlich grundsätzlich ist das so, wenn man sich irgendwie schriftlich kommuniziert, dann wird auch schnell was missverstanden und es baut sich auch schnell was auf. Mhm. Ja, du hast jetzt also darauf geantwortet oder du hast eine Antwort formuliert, hast mir die gezeigt. Die war auch grundsätzlich in Ordnung. Aber die hat jetzt natürlich erstmal deinen Standpunkt dargestellt. Ja. Und er hatte ja offensichtlich einen anderen Standpunkt. Ja, das heißt, du hättest ihn damit auch nicht überzeugt, irgendwie da jetzt irgendwie auf einmal die Bewertung wieder zurückzunehmen oder sowas. Definitiv nicht. Definitiv nicht, nee. Ja. So, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Kurz vorher vor dieser Geschichte, hatte Simone eine schlechte Google-Bewertung, also eine 1-Sterne-Google-Rezension abgegeben über ein Handwerksunternehmen, die aber auch wirklich Scheiße gebaut haben bei ihr zu Hause. Ja, will jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Also die haben wirklich Mist gebaut und wenn es eine gerechtfertigte schlechte Bewertung gab, dann sicherlich diese. Mhm. So, die hat sie abgegeben. Das war aber schon, ich glaube, im Januar oder so. Also da ist jetzt dann monatelang gar nichts passiert und auf einmal bekommt sie Post von Google. Okay. Mhm. Ja, oder hieß es, die haben die Bewertung jetzt erstmal rausgenommen, weil sich da das Unternehmen über einen Anwalt beschwert hat, ja, dass diese Rezension nicht gerechtfertigt wäre. Und dann war dieser Anwaltsbrief anbeigelegt und der war auch schon, also da wurde dann behauptet, sie wäre nie Kunde gewesen, ja, und von dem wäre nie einer bei ihr zu Hause gewesen und sie würden überhaupt nicht wissen, wer das ist. Und so weiter, ist aber, dann haben sie sich aber doch wieder widersprochen in diesem Schreiben, spielt aber auch keine Rolle. Worauf ich hinaus will, ist, das ist so dieses typische, das war garantiert so dieser typische Anwalt, den du die Werbung gerne mal siehst bei Instagram oder so, hier schlechte Google-Bewertungen löschen lassen für 29 Euro. Mhm. Okay, oder? Ja. Oder? Kennst du? Naja, klar, kenne ich. Also auch die Werbung. Sie zahlen nur, wenn die Bewertung dann weg ist. Ja, genau. Schreibt irgendein Anwalt und schreibt dann Google an und Google schreibt dann die Person an und dann kriegst du vielleicht mit der Angst zu tun und dann nimmst du die raus. Mhm, genau. Ja? War aber nicht nötig, an der Stelle jetzt irgendwie Angst zu bekommen. Ja? Und dann hat sie erstmal da auch Beweise geliefert, dass sie halt durchaus Kunde war, dass es da auch Rechnungen gab. Ja, Rechnungen, die für nicht gemachte Leistungen letztendlich in Rechnung gestellt wurden. Aber zumindest Rechnungen, ja, wo sie halt von den Unternehmen angeschrieben ist, wo es auch sehr wohl eine Kundennummer gibt. Also die Aussage, wir wissen nicht, wer das ist, funktioniert an der Stelle nicht, ne? So. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was?
wie bescheuert das doch eigentlich ist. Hätten die dich doch einfach angerufen, ja, und hätten gesagt, so, hör mal, ah, da ist irgendwas schiefgelaufen hier bei uns im Buchhaltungssystem oder sowas, ne? Und wir würden es einfach irgendwie gucken, dass wir das jetzt irgendwie wieder irgendwie gerade stellen können. Ja, dann hätte sie wahrscheinlich gesagt, super, perfekt, machen wir. Und dann hätte sie auch die Google-Bewertung rausgenommen und dann wären alle glücklich gewesen. Ja. Jetzt hat sie zurückgeschrieben an Google. Das Ende vom Lied ist, sie hat jetzt auch wieder Feedback bekommen, tatsächlich von Google, und gesagt, alles klar, die Bewertung bleibt online. Okay. So, ne? Also gewonnen Ja. hat das Unternehmen jetzt gar nichts. Nö. Im Ja, das Gegenteil. Ding bleibt online und stellt halt natürlich, klar, das muss man auch sagen, eine schlechte Bewertung ist für ein Unternehmen nicht gut. Definitiv nicht. Ja, und wenn es mehrere gibt, weißt du, wenn ich mir jetzt beispielsweise einen Fotografen suche, ja, und schaue mir dann die Online-Bewertungen an, dann interessieren mich eigentlich gar nicht die guten Bewertungen, sondern mich interessieren in erster Linie die schlechten Bewertungen. Ja, ich filter dann auf die schlechten Bewertungen und das lese ich mir durch. Und wenn ich jetzt paar Mal irgendwo lese, wenn es jetzt mehrere schlechte Bewertungen gibt und da irgendwie sowas wie Unzuverlässigkeit steht oder sowas, ja, dann denke ich mir, Ja. braucht nicht. Ja, egal wie viele gute dann noch dahinter sind, dann würde mich das davon abhalten, da jemanden zu buchen. Ja. Oder bei einem Handwerksunternehmen oder wie auch immer, ja. So, eine schlechte Bewertung unter vielen guten ist nicht das Problem. Aber wenn immer wieder dann auf die gleichen Probleme hingewiesen wird, was, dann hast du als Unternehmen oder als Selbstständiger durchaus ein Problem. Klar. Genau. So, und jetzt kam auch direkt mein Rat an dich, ja, hast du alles schön geschrieben, ist nett, wird aber zu nichts führen am Ende. Greif doch einfach zum Hörer, ruf den an, sag, die ist im Spam gelandet und da ist eh was doof gelaufen, denk dir was aus, wie du ihm das irgendwie wieder schmackhaft machen kannst, wie du was gut machen kannst, und vielleicht kommt ihr da dann auch zu einer Lösung. Grundsätzlich muss man auch sagen, wenn es eine schlechte Google-Rezension gibt, ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder da will dir einer was Böses, ja, da bewertet dich vielleicht jemand, der tatsächlich kein Kunde bei dir war, mit dem du nie irgendwie was zu tun hattest, ja, und haut dir eine schlechte Google-Bewertung rein. Ja, klar, da muss man dafür sorgen, das Ding muss weg, ne? Ja, Ist ja auch genau. nicht gerechtfertigt dann, ne? Das ist nicht in Ordnung. Aber wenn das jetzt alles soweit korrekt ist, dann muss man sich natürlich auch mal darüber Gedanken machen, hat derjenige vielleicht auch recht, ja, gibt es da vielleicht, ja, also einfach auch mal reflektieren und mal sehen, ja, auch mal Kritik zulassen, ja, und nicht die Schuld immer direkt bei anderen suchen, sondern vielleicht habe ich auch wirklich irgendwas, was falsch gemacht, ja, und dann kann man natürlich auch irgendwo eine Lösung finden, dann kann man auch sagen, pass auf, ich mache das wieder gut, ich biete dir jetzt XY oder sowas an, ja. Ja, genau. Unabhängig davon, du hast ja selber auch gesagt, das ist alles nicht so richtig gut gelaufen da im Ganzen dann, ne? Ja, es bot Raum für Irritation, ne, sagen wir mal so. Und ja, ne, und das war einfach so. Ja, und genau wie du sagst, wenn ich jetzt da die Antwort formuliere, die natürlich gut war, die Antwort, aber das wird er ja trotzdem nicht so sehen. Da kann nur der zukünftige potenzielle Kunde, der sich die Google-Rezension anguckt, sagen, ja, okay, ich glaube jetzt irgendwie eher dem Kunden oder dem Torben. So, ne? Und aber das, was mich als allererstes am meisten gestört hat, war, dass dann keine 5,0 mehr an erster, also keine 5 mehr an erster Stelle stand, sondern eine 4, also 4,9 dann, ne? Logischerweise, ne? Klar. Logischerweise. Und da können auch 100.000 5-Sterne-Bewertungen nichts mehr dran ändern. So, und da steht dann halt als erste Stelle eine 4. Und ja, das hat mich schon irgendwie gewurmt. Und da war ich so im Tunnel, dass ich eigentlich das Naheliegende, einfach mal zum Hörer zu greifen, gar nicht gemacht habe. Ich habe dann gut auf See hätte ich das sowieso nicht machen können. Nur eben wieder zurück. War das auch das Erste tatsächlich? Klar, habe ich mir noch ein bisschen eine Strategie zurechtgelegt, ne? Aber das Erste war auch wirklich, das habe ich als Erstes gemacht, auch ganz freundlich erstmal ein bisschen Smalltalk gemacht. Und naja, dann bin ich auf diese 5-Sterne-Bewertung auch eingegangen und habe ihm dann auch als allererstes mal den Link präsentiert, wo er seine Bilder jetzt anrufen kann, ne? Und gut, und dann meinte er, okay, da habe ich gesagt, ja, wie gehen wir jetzt mit der Bewertung um? Und dann hat er gesagt, ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall umschreiben. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr ein Stern. Und naja, dann haben wir uns halt, naja, dann darauf geeinigt, dass es für ihn eigentlich viel einfacher wäre, wenn er ihm gesagt, weißt du was, du kannst die Bewertung, ich so, lösch sie doch einfach, dann hast du keinen Aufwand, du musst mir ja keine 5-Sterne-Bewertung geben, aber gib mir einfach, lösch sie einfach, ne? Und dann habe ich noch ein kleines Bonus noch, ne, so oben drauf gesetzt.
Und dann war die Bewertung auch verschwunden. Und da war ich auch wirklich sehr, da habe ich mich echt drüber gefreut. Habe ich mich so doll, noch mehr als über eine Hochzeitsanfrage oder positive über Hochzeitsanfrage drüber gefreut, dass die Bewertung dann weg war und dass ich eben diesen Weg gewählt habe. Ne? Also der persönliche Kontakt ist dann auch wirklich der beste. Also ich glaube, ich sag mal so, ich habe ihm auch gesagt, das geht jetzt auch nicht darum, wir müssen jetzt keine Freunde werden, ne? Aber wenn wir uns hier mal im Ort über den Weg laufen, dann kann man vielleicht trotzdem mal Hallo sagen und weitergehen. Nimm sie doch einfach raus und dann, ne, hast du keine Bauchschmerzen mehr und hier ist, du hast auch den Link jetzt zur Webgalerie, die ist halt einfach mal umgezogen und E-Mail im Spam-Ordner landen, das kann halt immer mal passieren, obwohl es sonst nicht passiert, aber da ist es passiert, tatsächlich, ja. Du hättest ihn jetzt aber auch anschreiben können, per Mail, per WhatsApp, egal. Das hätte auch zu nichts geführt. Weißt du, das wäre jetzt dreimal, viermal, fünfmal hin und her gegangen, aber ihr hättet da keine Lösung gefunden. Sehr wahrscheinlich jedenfalls nicht, gehe ich von aus. Ja, sicherlich nicht. Also vielleicht hat er dann die Bewertung umgeschrieben, wenn er doch die Webgalerie sieht oder so, ne? Ja, Aber dann dann hättest ist du es drei halt, Sterne bekommen oder die fünf hättest genau. du nicht mehr bekommen. Und damit Ja. bleibt die vier trotzdem vorne stehen. Ja, also, ne, das habe ich ihm dann auch so gesagt. Und ja, dann hat er sie halt einfach rausgenommen. Ja, da bin ich natürlich sehr froh drüber, ne? Und habe aber jetzt in Zukunft auch wirklich Respekt vor diesen Bewertungen, also noch mehr sogar, ne? Und ja. Genau. Nur eben, das ist echt gut ausgegangen und das Naheliegende ist einfach der Anruf. Ne? Klar, das fällt einem vielleicht ein bisschen schwer, ne? Aber was soll passieren? Ne? Man greift zum Hörer und dann ist die andere Person halt dran. Ich kenne ihn ja, ich weiß ja die, ich weiß ja, wo er wohnt. Das habe ich jetzt aber nicht gesagt. Nein, Ja, aber schlimmer ja. wäre es, wenn er nicht dran gehen würde dann, ne? So, Ja, das wenn er ist einen aber so ghosten würde, ne? Irgendwie. ja, Ja, ne? gut. Sowas soll es auch geben, finde ich persönlich. Sehr doof, aber okay. Dann wird es halt irgendwo, dann wird es schwierig. Aber ist er ja dran gegangen. Und das war auch, denke ich mal, wirklich die einzige und richtig und gute Strategie, die dann auch ja, zu einem Win-Win am Ende auch geführt hat, dann, oder? Ja, für ihn auf jeden Fall auch, ja, auch. Und ja, für mich, naja, also der Zustand war halt wiederhergestellt, ne? Die fünf war am Anfang. Ja. Ja. Also das wäre jetzt halt grundsätzlich mein Tipp an alle, die irgendwie eine schlechte Google-Bewertung bekommen. Einfach mal reflektieren, auch mal wirklich auch mal Fehler einräumen. Habe ich da wirklich was falsch gemacht? Nicht immer direkt die Schuld abwälzen. Ja, und dann lieber zum Hörer greifen, als irgendwie da erstmal pampig drauf antworten oder sowas. Also wenn es eine schlechte Google-Bewertung gibt oder auch nur eine 4-Sterne-Bewertung oder so, dann habe ich auf jeden Fall was falsch gemacht. Dann habe ich irgendwie zumindest in der Kommunikation, irgendwas hat zu einem Missverständnis geführt und zu einer Irritation. Und das denke ich, da der Fehler liegt dann immer bei mir. Ne? Klar, kann, oder bei, zumindest bei beiden, also oder auch bei mir. Ne? Und da kann man mal gucken, manchmal kann man das ja auch aus Versehen machen oder man merkt das gar nicht. Aber wenn ich dann zum Hörer greife, in der Tat, dann kann man das vielleicht auch ausräumen. Und genau. Ja, und gerade Brautpaare, ne, wenn es darum geht, sind ja dann auch, lassen dann ja im Allgemeinen mit sich reden, weil man, das ist ja auch eine emotionale Sache, ne? Und ja, worum soll man dann sich nicht irgendwie auch gut einigen? Und dann, ja, genau. Aber es ist auch eine ganz schöne Waffe, ne? So eine, in Anführungszeichen, Waffe, so ein Bewertungssystem. Ja, das darf nicht missbraucht werden, ne? Wie gesagt, das macht keinen Sinn, wenn du jemanden bewertest, mit dem du nie irgendwie zu tun gehabt hast, nur weil du den nicht leiden kannst oder so. Also, ja, Wettbewerb Ja. zum Beispiel auch, ja, das geht natürlich gar nicht. Und da muss man sich auch gegen wehren können. Ja, das kann ja nicht sein, dass jeder damit um sich werfen kann und du musst dann am Ende damit leben, dass da auf einmal die schlechten Bewertungen von deinem Wettbewerb irgendwie reinpurzeln oder so. Ja, unter Hochzeitsfotografen ist dieser Wettbewerbsdrang so zum Glück auch gar nicht so ausgeprägt, wie das Ja, zum woanders der Glück. Fall sein scheint. Aber nichtsdestotrotz, ne, ist immer eine gefährliche Sache. Also da muss man natürlich auch irgendwie die Möglichkeit haben, sich davor dann zu schützen und dagegen zu wehren. Ansonsten ist es aber auch eine gute Sache, dass du halt auch, wenn wirklich jemand irgendwie nicht das bietet, was er eigentlich verspricht, ja, dass man sich dann als Verbraucher auch dagegen wehren kann.
Klar, und wie gesagt, wirklich sehr gut, ja. Eine schlechte Bewertung unter vielen guten wird kaum einen Unterschied machen. Ja, auch wenn du dann nicht mehr die 5 vorne stehen hast. Weiß nicht, ob das jetzt so schlimm ist, wenn er klar für dich selber, ich will die 5 haben, ne? Aber ob das jetzt für einen User am Ende einen Unterschied macht, wenn da 4, 9 oder 5 steht, weiß ich nicht, ne? Mag vielleicht sogar authentischer klingen, wenn da auch mal dann eine andere Bewertung dabei ist. Aber ich glaube trotzdem, eine schlechte Bewertung, die macht jetzt keinen Unterschied. Auch bei Amazon oder sowas, wenn ich mir da ein Produkt anschaue und da ist jetzt eine schlechte Bewertung dabei, die irgendwie völlig gegen dem ist, was alle anderen schreiben, dann juckt die mich nicht, ja? Sehe ich aber jetzt 3 Bewertungen, die schlecht sind, ja, und die schreiben alle das Gleiche. Ja, Ja, klar. keine Ahnung, kaufst irgendwas und dann steht da drin, passt nicht beim Zusammenbau. 3-mal das Gleiche. Ja, dann kaufe ich das doch nicht, oder? Nee, Aber das ist auch klar. wenn 50 Mal steht, super toll, alles toll, ja, aber 3-mal steht, passt nicht. Ja, ich glaube, gerade in der Hochzeitsfotografie ist es so emotionales Geschäft. Da würde ich sagen, spielt das schon eine etwas größere Rolle, ne? Eine schlechte Bewertung. Das fällt, glaube ich, schon Was mehr. glaubst du denn, wie viele deiner potenziellen Kunden überhaupt dir sich vor der Buchung die Google-Rezension bei dir anschauen? Wie viele weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob sie sich dann auch die konkret durchlesen. Ich weiß aber schon von vereinzelt, dass Brautpaare auch gesagt haben, sie sind auf mich gekommen und die Google-Bewertung hat dann auch nochmal den Ausschlag gegeben, dass sie bei mir anfragen. Also ich glaube, es ist wie so ein kleines Rädchen, ne, was dann auch mitspielt. Und ich denke Das schon, dass. definitiv, aber ich hätte jetzt auch keine Aussage darüber, wie viele tatsächlich da konkret hinschauen und darauf dann auch explizit achten. Müsste man mal, Das tja, weiß ich auch nicht. wie kann man das tracken, weiß ich jetzt auch nicht, aber zumindest könnte man mal Brautpaare tatsächlich mal fragen. Habt ihr darauf geachtet? Habt ihr da drauf geschaut und war das für euch ein wichtiges Kriterium oder so? Es würde mich tatsächlich mal interessieren. Ja, du könntest die zufriedenen, auf wo du hundertprozentig weißt, die sind hundertprozentig zufrieden, die fragst du einfach mal. Und wenn die sagen ja, dann kannst du denen auch gleich sagen, cool, dann würde ich mich jetzt auch über eine positive Bewertung nochmal freuen, ne? Also als Einladung. Ja, aber ja, genau. Aber ich hätte auch noch einen anderen wichtigen Tipp und der Oh ist ja. auch einfach mal Nein sagen zu können. Ja, Ja. wenn du dich mit einem Brautpaar triffst, wo du merkst, irgendwas passt da nicht, da stimmt die Chemie nicht, whatever, ich habe da irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, ja, dann lass es einfach sein. Dann nimm so eine Buchung auch nicht an. Das ist es unterm Strich nicht wert. Hinterher, ja, also. Ich weiß gar nicht, ich mache das jetzt wirklich irgendwie seit 18 Jahren oder sowas. 20, ich weiß nicht, lange jedenfalls. Und habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt, aber natürlich auch in den Anfangsjahren, da geht man irgendwo Kompromisse ein. Ja, dann willst du jede Buchung oder jede Anfrage irgendwie auch mitnehmen dann und du gehst tatsächlich irgendwo Kompromisse ein, obwohl du vielleicht irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hast. Und das kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, also aus meiner persönlichen Erfahrung, auch was ich von vielen anderen Fotografen so mitbekomme. Aber da, wo du von vornherein ein schlechtes Bauchgefühl hattest, das sind hinterher die, wo du wirklich dann auch Stress mit dem Brautpaar dann auch hast. Natürlich, und die schreiben dir potenziell auch noch eine schlechte Und Bewertung. die schreiben dir dann potenziell noch eine schlechte Bewertung. Ja. Ja, das Ja. ist ein sehr Also guter Tipp. da finde ich es auch wirklich ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, das passt irgendwo nicht und ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, das lassen wir sein, mache ich nicht, ja, lehne ich ab. Das kann man auch noch ganz elegant machen, ne? Du kannst natürlich dann irgendwie auf einmal auch, wenn du merkst, so, wenn du hoffentlich vorher noch keinen Preis rausgegeben hast, dann gibst du jetzt eben einen Abwehrpreis raus, ja, einen, wo du genau weißt, da sagen sie wahrscheinlich ab. Und wenn sie es nicht machen, dann hast du zumindest Schmerzensgeld. Ja, das stimmt. Aber dann hast du Ja. trotzdem noch die Gefahr, dass es. Ich habe aber auch schon, ich kann mich an ein Brautpaar erinnern, mit denen habe ich mich getroffen. Und sie war total Feuer und Flamme, fand das alles toll, was ich mache, fand meine Fotos und so weiter. Und er saß die ganze Zeit eigentlich nur so mehr muffelig daneben. Und dann kam halt auch so, ja, ihn interessiert das ja alles gar nicht. Für ihn sind die Fotos total unwichtig und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht das, was ich möchte. Ja, ich möchte mit Brautpaaren zusammenarbeiten, wo wirklich beide einfach auch Bock drauf haben, Fotos zu machen, ja, die Spaß daran haben, denen die Fotos auch wichtig sind und wertvoll sind und die einfach auch Lust haben, Fotos sich fotografieren zu lassen. Ja,
Weil das ist auch so vorprogrammiert. Wenn du dann einen Bräutigam hast, der überhaupt gar keinen Bock hat auf Fotos, Ja. dann wirst du ihm das auch auf den Fotos ansehen. Und da kannst du dir einen Zacken aus der Krone brechen, ja. Du wirst den nicht dazu bekommen, dass er Spaß auf einmal an der Sache hat. Wenn er das grundsätzlich ablehnt, weil er da überhaupt gar keinen Wert dran sieht. Und dann ist die Braut unzufrieden, weil der ist es ja wichtig, aber die sieht dann die Fotos, wo der Bräutigam so und so guckt, ne? Also dann, ja. Und wer Und ist dann schuld sagt er, hinterher? ja, du, weil er nicht Nein gesagt hat. Ja, genau. Nein, also nein, man wird dir die Schuld am Ende dann eben dann geben. Ne? So. Genau. Und das kann es ja nicht sein. Und das war so die Situation, wo ich gesagt habe, da habe ich das Gefühl, dass ich nicht der richtige Fotograf für euch bin und ich möchte es nicht fotografieren. Und damit Ja. das Gespräch dann aufgelöst habe auch. Ne? Also Ja. kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wie das dann aufgefasst wurde. Weiß ich wirklich nicht mehr, ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Kommt Aber selten vor, ne? Eigentlich, ja. ja, aber mein Bauchgefühl hat gesagt, das passt nicht. Ne? Da passen wir nicht zusammen und meine Vorstellungen, meine Werte waren nicht deren Vorstellungen und Werte. Und ja, das reicht mir an der Stelle einfach nicht aus, wenn sie Bock darauf hat und er nicht. Ja, genau. Ja, also von daher zum Brautpaar auch mal Nein sagen, das fällt schon schwer, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht einfach unbedingt. Besonders wenn du weißt, sie würden wohl zusagen, ne? Es wird wohl zu einer Buchung kommen. Dann nochmal abzusagen, ist schwierig. Aber du hast dann eventuell hinterher weniger Probleme oder ganz sicher sogar. Aber dieses Nein sagen gehört zum Business einfach auch ganz wichtig auch mit dazu. Du musst nicht alles machen. Muss man nicht. Ja, stimmt. Muss man nicht und sollte man nicht. Und unterm Strich tust du dir einen großen Gefallen damit. Und oft ist es ja auch so, ich weiß nicht, ob das irgendwie mit Karma oder so zusammenhängt, dass dann sich was anderes ergibt daraus, ne? Und dann bist du froh, dass du Nein gesagt hast, weil du dann eine andere Anfrage bekommst für das Datum. Ja, dann kommt ein ganz Ne? Und tolles dann, Brautpaar auf einmal, ja. ja, und dann denkst du, ja, gut, dass ich Nein gesagt habe, Ja, ja. Und genau, jetzt habe ich so, hier sowas. wirklich Leute, die wirklich Bock drauf haben und mit denen wo wir gemeinsam Spaß haben können. Ja, genau. Ja, sehr gut. Jo, hast du noch was zu den Bewertungen irgendwie? Nee, ich glaube, das ist, Aber schon, also ja. wirklich, der ganz heiße Tipp ist einfach, ja, Anrufen. anrufen. Das ist so ein Anrufen. banaler Tipp eigentlich, ne, Marc? Das ist So völlig banal. banal, aber auf die Idee muss Ja, man trotzdem erstmal ja kommen. Das ist, weil es naheliegend ist, so, boah, da gibt es jetzt eine knackige Antwort erstmal drauf dann, ne? genau, so Leute. Hilft am Ende Jetzt könnt ihr euch mal niemandem. ganz warm anziehen. So, ne? Ja. Genau. Ja. Einfach ein Anruf. 5 Minuten Telefonat hat das geregelt, ja. Du siehst ja auch, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Diskussionen bei Facebook, wie schnell da auch Emotionen überkochen, ja? Ja, voll. Und man das geschriebene Wort einfach auch schnell missversteht. Ja, also das in den seltensten Fällen hilft es wirklich. Ja, stimmt. Sehr gut. Marc, hast du schon das Lightroom-Update gemacht? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Bringt das was? Ja, das wird dein Leben verändern. Naja, so doll jetzt auch nicht. Aber es ist schon, ich muss sagen, schon ein großes Update, ne? Also, das ist schon so ein Major-Update. Und du musst auch deine Kataloge danach alle wieder aktualisieren und so weiter, wobei das ja halt Muss automatisch ich passiert. ja. Genau. Aber es ist schon, ja, doch, es bringt schon einige neue Funktionen, Ja, dann die. erzähl mal, was bringt es denn wirklich Also, Gutes mit sich? das, was du jetzt hauptsächlich, obwohl das auch noch ein bisschen in der Entwicklung ist, steht da, aber funktioniert schon verdammt gut. Du kannst jetzt sozusagen das Bokeh einstellen. Also sprich, du könntest jetzt irgendwie mit einer geschlossenen Blende fotografieren und dir hinterher das Bokeh aussuchen. Oder wie ich es jetzt oder wie wir es wahrscheinlich im Allgemeinen machen würden, das Bokeh möglicherweise verstärken. Zum Beispiel bei Gruppenbildern oder so. Du kannst wie diesen Brennizer-Effekt, den kannst du jetzt auf jeden Fall mit Photoshop, Quatsch, mit Lightroom machen. Das kannst du jetzt wirklich auch ganz, auch das sieht auch wirklich gut aus. Ne? Also es sieht jetzt nicht irgendwie wie beim iPhone Hintergrund unscharf oder so, sondern sieht tatsächlich echt aus. Ich wollte gerade sagen, beim iPhone kann ich das ja auch, kann ja ein Foto machen und nachträglich die Blende einstellen und Ja, damit genau. eben dann die Unschärfe im Hintergrund steuern. Ja, da siehst du es aber irgendwie, dass es digital gerechnet ist. Und das würde ich sagen, siehst du jetzt in Photoshop nicht mehr. Vielleicht sieht man es teilweise noch,
Aber nicht mehr ohne Ich fand das weiter. im iPhone ehrlich gesagt ziemlich gut, muss man sagen. Ja, Also, siehst du, guck mal, selbst da geht's schon gut. Ja, dann. aber Lightroom macht ja an der Stelle wahrscheinlich auch nichts anderes, ist ja genauso digital gerechnet. Ja, das Ja, ändert klar. ja jetzt nicht wirklich deine Blende. Also geht jetzt nicht, oh, irgendwie macht das jetzt nicht physikalisch oder so, sondern wirklich einfach auf digitalen Weg dann. Ja, genau. Also du kannst sozusagen den Schärfepunkt dir setzen, aber du hast ja oft sowieso schon, also Das wenn heißt, du ich auch, kann wenn jetzt ich. loslaufen und fotografiere alles mit Blende 8 und mache mir Ja. daraus hinterher Blende 1,4 dann. Und habe aber vorher Ja, erstmal genau. einfach alles scharf, was ich scharf haben brauche. Ja. Um das mal so übertrieben Da kannst du jetzt ein auszudrücken, ja. Brautpaar, die jetzt versetzt sind, scharf fotografieren mit Blende 1,4 quasi. Ja. Also Ja, das die geht. schöne Unschärfe im Hintergrund, aber hast die beiden trotzdem scharf, wo du sonst ja nur einen der beiden. Leichte Unschärfe hättest. Nur, das ist dann natürlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt für den Laienblick auch erkennbar ist, aber wir sehen das natürlich schon, weil das ist ja physikalisch auch also unmöglich quasi, ne? Also man sieht das dann schon und oft sieht das dann ja aus wie quasi irgendwie so reingestempelt. Also wenn man diesen Effekt übertreibt, ne? Nur wenn du jetzt, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ich habe neulich wieder eine Kita fotografiert. Übrigens auch eine 5-Sterne-Bewertung einfach so erhalten. Auf meinem Hochzeitsfotografen-Profil ist aber auch in Ordnung. Einfach so, nur 5 Sterne, ist okay. Und dann habe ich die Gruppenbilder, habe ich noch sozusagen in der Hintergrundunschärfe noch so ein bisschen verstärkt, ne? Also die Kinder waren halt noch, ja, fotografierst du, blendet man natürlich schon so ein bisschen ab, weil die nicht alle in einer Reihe stehen. Und dann habe ich eben sozusagen so ein bisschen Hintergrundunschärfe reingezaubert. Und das war phänomenal, ne? Also das war echt super. Okay, klingt auf Ja. jeden Fall sehr spannend. Ja, Ja, ich das ist denke so. mal, das sind halt die Sachen, die jetzt die KI nach und nach immer exzellenter auch lösen wird, ja. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ich vermute aber mal, dass es auch wahrscheinlich irgendwie KI-basiert ist. Zumindest rechnet er auch eine ganze Weile, bis er erstmal diesen Effekt Natürlich einblendet. ist es das. Was soll Ja, das ne? sonst sein, Ja, ja, ne? stimmt. Wie soll das sonst sein? Ja, hast auch wieder recht. Ja, stimmt. Muss ja. Also den Schärfebereich, also da, den pickt er sich raus und verstärkt das Bouquet und du kannst es im Nachhinein noch erweitern oder eben versetzen. Ja, das Also ist der eigentlich kann ganz ja nicht cool. die Blende nachträglich ändern. Und auch beim iPhone, wenn er Nee. sagt, ich ändere jetzt dir die Blende nachträglich, dann ist das nur der Effekt der Blende, aber nicht die Blende tatsächlich. Ne? Das Ja, geht. klar. Das kommt dann mit der nächsten Version, wo das wirklich geht, wahrscheinlich. Nein, weiß ich nicht, aber. Aber ja, doch, das ist schon Okay, eigentlich. was haben wir noch? Wo wir beim Update sind, aufs neue Mac-Betriebssystem habe ich jetzt abgedatet und da habe ich ja immer Schiss vor, ne? Besonders weil das auch so ein Major-Update war, ne? Auf die neue iOS-Version, nicht iOS, macOS. Und das habe ich jetzt auch gemacht, ging aber glatt. Also es war reibungslos. Also Das ist danach gut. hat Ich alles. bin tatsächlich auch jemand, der nicht so schnell Updates macht, ja, weil ich immer warte, bis da irgendwie die Kinderkrankheiten erstmal raus sind. Ich bin bei einem Mac-Update auch mal reingefallen damit. Da habe ich echt Probleme gehabt danach. Ich auch, ja. Und bei Lightroom hat mich übrigens die Tage jemand angeschrieben, der gesagt hat, er hätte das Lightroom-Update gemacht und arbeitet mit meinem Smart Preset. Und nach dem Lightroom-Update würden die Fotos auf einmal ganz anders aus, die Bilder ganz anders aussehen mit Okay. dem Smart Preset. Ob ich Okay. das schon irgendwie gehört hätte. Und ich habe gesagt, nee, habe ich bisher noch nichts von gehört. Ich arbeite aber auch noch nicht mit der neuen Version, deswegen kann ich das jetzt weder bestätigen noch Dementieren. dementieren, genau. Ja. So, und dann schrieb er zurück, aber das kann sein, dass er, jetzt weiß ich nicht mehr, was er geschrieben hat, irgendwo, er probiert es nochmal und würde sich danach nochmal bei mir melden. Was er nicht getan hat, ja, also gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass das jetzt tatsächlich nicht miteinander irgendwie was zu tun hat. Ja, vermutlich nicht, aber du, wenn du das Update machst, dann siehst du es ja auch selber. Ja, ich denke mal, das Lightroom-Update werde ich dann mal machen. Und ja, also ich glaube, ich sehe jetzt auch keinen Zusammenhang, warum jetzt neuerer Pix auf einmal, warum jetzt die Smart Presets nicht mehr funktionieren sollten oder andere Ergebnisse bringen. Kann ich mir nicht vorstellen. Bei Neurapix gibt es jetzt auch eine Änderung, ne? Da Ja, kann. was ist da? Habe ich auch noch nicht mitbekommen. Ja, du kannst da jetzt irgendwie, ich weiß es auch und habe es auch noch nicht so richtig auch getestet, weil es jetzt auch nicht nötig ist für uns eigentlich. Du kannst jetzt nur mit ganz wenig angelernten Bildern Ach dir so. dein Ja, Preset erstellen. ja, ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele, 10 oder vielleicht 20 so. Und daraus wird dann quasi schon das Preset errechnet. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich. Also ich glaube schon, dass das.
dass es Ergebnisse bringt, aber die werden können gar nicht so exakt sein. Also würde jetzt auch vermuten, nein. Also, aber ich habe es jetzt auch noch nicht probiert. Aber ich habe jetzt auch keinen Grund, das auszuprobieren, weil steht ja alles Also, noch. wenn man mehr als 10 Bilder hat, dann würde ich das auch nicht unbedingt so machen. Nein, also ich glaube nur, wenn du jetzt wirklich anfängst, dann ist es vielleicht sinnvoll, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, dann kannst du erstmal mit relativ wenig Bildern anfüttern und dann mal gucken, was passiert. Aber ich glaube, für uns ist es wahrscheinlich nicht so relevant. Ich sage jetzt nochmal, was aus meiner Sicht wirklich auch das Smart Preset wirklich ausmacht, ja, ist, dass das Smart Preset in der Lage ist, wirklich einen sauberen Weißabgleich auch zu liefern. Das kann es aber nur, wenn du es auch wirklich mit Fotos mit sauberen Weißabgleich fütterst, ja. Und das kann auch niemals mit 10 Bildern oder so. Also müssen wir mal mit dem Simon nochmal quatschen oder sowas, aber. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass das, ich kann mir das nicht vorstellen, dass du mit 10 Bildern, klar, ich kann jetzt 10 Bilder liefern, die alle einen gleichen Weißabgleich haben, ja. So, aber ich brauche ja auch verschiedene Situationen. Ich brauche die Situation, sagen wir es mal bei der Hochzeit, ich brauche natürlich ein Getting Ready. Ich brauche einen Tag, wo es regnet. Ich brauche einen Tag, wo die Sonne scheint. Ich brauche Partybilder und so weiter. Ja, damit überhaupt eine KI sich auch mal darauf einlassen kann und hinterher in der Lage ist, dir auch kontinuierlich immer einen sauberen Weißabgleich zu liefern. Ja. Und ich habe auch einige Smart Presets ausprobiert. Manche sind gut, ja. Aber manche sind eben nicht gut. Ja, da funktioniert auch dann der Weißabgleich nicht gut hinterher. Ja, und ich sage jetzt, behaupte jetzt mal, bei mir tut er das. Ja, Ja. also bin ich mir ziemlich sicher, dass er das Ja. tut. Nicht immer zu 100%, aber mit einer sehr hohen Trefferquote hast du über die ganze Strecke einen sauberen Weißabgleich. Ja, und das macht natürlich wirklich das Ganze aus hinterher, dass du wenig Nacharbeit hast. Ja, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, ja, scheißegal, aber Weißabgleich, wenn ich jetzt an jedem Bild noch den Weißabgleich drehen muss, das macht einfach Arbeit. Und das, ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was das für einen Unterschied macht, wenn du dir hinterher dann eine Reportage anschaust und das Ganze sieht aus wie aus einem Guss oder eben nicht. Ja, stimmt. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht bestätigen. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht funktioniert es jetzt irgendwie. Vielleicht ist die KI Und ja das ist schon so halt, wenn du dir fortgeschritten. dein eigenes Smart Preset bauen willst, bist aber selber gar nicht in der Lage, was tatsächlich ja auch viele Fotografen sind, muss man mal so sagen. Ich weiß, dass das so ist, die eben nicht in der Lage sind, wirklich über eine gesamte Hochzeitsstrecke einen sauberen Weißabgleich zu liefern. Ja. Und wenn du das natürlich nicht selber dir erstellen kannst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass eine KI da gut antrainiert wird und dir damit dann ein sauberes Smart Preset liefert. Würde nicht funktionieren. Vermutlich nicht. Aber du kannst es ja einfach mal ausprobieren. Also, ich glaube, da musst du auch einmal ein Update machen und dann ist die Funktion auch verfügbar. Ja, klar, natürlich kann man mal ausprobieren, aber Weiß ja, weiß nicht. auch nicht. Naja, oder wir fragen den Simon einfach nochmal, wie das denn funktionieren kann. Ja, ich werd ihn mal ansprechen. Ja, vielleicht teste ich es auch mal aus. Ja, aber am Ende geht halt viel Zeit wieder dabei verloren, weil du kannst es ja nicht testen, indem du dir jetzt ein Smart Preset erstellst mit 10 Bildern, sondern du musst dieses Smart Preset dann ja auch wenigstens mal über eine gesamte Hochzeit drüber bügeln. Ja. Stimmt. Boah. Weiß nicht. Dann arbeite ich lieber mit meinem, wo ich weiß, dass Ja. es funktioniert. Nee, ich teste das jetzt auch nicht. Da habe ich jetzt echt andere Sorgen erstmal. Ja, sehe ich auch so. Ja, Ja, dann arbeite ich lieber an der Webseite. genau. Genau. Jo, sehr gut. Hast du noch was auf dem Herzen, Marc? Nee, aber jetzt Lightroom, jetzt das interessiert mich schon, was du gesagt hast. Hm? Da Oh, ist cool. Ist auch die kann. eine oder andere neue Funktion dabei noch, die ich jetzt nicht gesagt habe. Die weiß ich jetzt aber auch nicht so genau. Da muss ich mich selber erstmal mit beschäftigen. Aber ja, doch, ist schon einiges Neues dabei. Ja, die haben schon in den letzten Updates sind schon ein paar gute Sachen dazugekommen. Was auch wirklich, was man jetzt mittlerweile immer noch nicht ganz zufriedenstellend, aber deutlich besser, die gerade ausrichten Funktion und auch die Stempelfunktion, ne, wird also auch immer besser. Wobei ich trotzdem nicht verstehe, warum sie nicht richtig gut ist, weil in Photoshop können sie das ja auch. Also muss doch irgendwie machbar sein, dass es in Lightroom auch besser funktioniert, oder? Vielleicht Taktik oder Marketingstrategie dabei. Weiß Weiß ich nicht. Wenn du jetzt nur mit Lightroom alles machen könntest, dann bräuchte man ja kein Photoshop mehr.
Oder viel weniger. Aber ich zahle ja sowieso nur, ich zahle ja für beides gleichzeitig. Ich Ja, ich habe weiß auch nicht. ja sowieso beides. Ist ja nicht so, als ob ich dann sagen würde, dann brauche ich kein Photoshop mehr und muss mir das jetzt nicht mehr kaufen. Ich habe es ja also automatisch mit dem Lightroom Ja, stimmt. kleinsten Abo bereits. Ja, stimmt. Diese generative Füllung ist jetzt nicht mehr in der Beta-Version. Die ist jetzt auch in der Ja. Alpha-Version verfügbar. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber ja, Haben wir genau. tatsächlich, glaube ich, noch nicht. Nee, nee, genau. Die Nicht mehr, steht Beta-Version noch ist rum. abgeschlossen. Ja, am Ende hatte sie ja so ein bisschen rumgemuckt irgendwie und dann hat sie gesagt, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Weiß nicht, hast du das auch Ja, bekommen? das weiß ich auch noch. Ja, klar. Ja, und dann war aber die Beta-Version auf einmal abgeschlossen und dann konntest du die normale Photoshop-Version updaten und funktioniert sehr gut jetzt auch. Ja, ne? Genau. Ja, das finde ich auch. Ja. Ja, das ist super. Ja, das ist sehr gut. Kommt auch häufiger zum Einsatz. Also so für Kleinigkeiten, aber Brillenreflexe wegmachen und so geht super damit. Also gibt wirklich Sachen, wo man das extrem gut nutzen kann, muss ich auch sagen. Ja. Ja, ne? Ja. Jo. Auch wenn du wirklich mal, ich versuche ja immer beim Fotografieren schon darauf zu achten, dass ich jetzt nicht irgendwelche Gegenstände im Bild habe, die ich auch einfach anders ausblenden könnte, indem ich mich ein bisschen drehe oder das Motiv so stelle, dass das davon verdeckt ist oder die Sache einfach vorher aus dem Bild räumen. Ja, so, das sind so schon Sachen, auf die ich achte. Aber wenn du wirklich mal was vergisst oder irgendwas da ist, was du jetzt nicht einfach so ausblenden kannst, dann ist das mit Photoshop unglaublich leicht und gut Oh, wegzumachen. super. Also Sachen, wo du vorher echt dir ein abgebrochen hast, weil du ja natürlich irgendwie, wenn du da jetzt irgendwas wegretuschierst, den Hintergrund rekonstruieren musst, ne? So, und Photoshop macht das jetzt wirklich wie Zauberei. Das ist schon großartig. Ja, Rekonstruieren wir das da ist Wahnsinn, echt den ne? Hintergrund, das ist schon irre. Ja, das ist echt irre. Ja, also ich habe ja hin und wieder mal Bewerbungsfotos hier im Studio. Und manchmal, wenn so Brillenträger sind, dann gibt es halt manchmal Brillenreflexe. Das, klar, kann man natürlich auch minimieren, wenn das Kinn ein bisschen runtergenommen wird. Aber irgendwann ist es halt physikalisch auch nicht mehr möglich, diese, wenn die Brille nicht entspiegelt ist, ne? Diese Reflexe dann einfach, ich nehme sie da oft in Kauf und bei den finalen Bildern retuschiere ich sie dann weg anhand eines Referenzbildes, was ich eben ohne Brille dann aufgenommen habe. Ne? Und das ist jetzt, also mit dieser neuen Photoshop-Funktion total einfach, Brillenreflex mal eben wegzuretuschieren. Ne? Das ist gigantisch und das wird auch keinem auffallen, dass da vorhin ein Brillenreflex war. Ja, Brillenreflex ist immer dann, wenn du jetzt einen Brillenreflex hast, wo im Hintergrund Haut ist zum Beispiel, so wie bei dir jetzt gerade zum Beispiel hier unten, ne? Ja. Das ist kein Problem. Hast du den Brillenreflex aber wirklich auf dem Auge, ist natürlich sehr schwer. Ach so, ja, gut, das, also du hast den meist, ja, weil der Blitz ja von oben kommt, dann im oberen Drittel der Brille und nicht direkt im Auge. Also das im Auge ist natürlich wirklich schwierig, aber darauf achte ich dann schon. Aber wenn er dann im oberen Drittel ist, ne, das, der Brille, dann, ja, dann oder im oberen Viertel ist es, und manchmal ist es auch nur ganz wenig, so, ne? Aber dann kannst du den wirklich ohne Probleme wegretuschieren dann. Genau, ja. Jo, genau, in dem Sinne, Marc, hast du noch was auf dem Herzen oder haben wir es? Nee, Soweit. ich bin glücklich. Ist glücklich. Das freut mich zu hören. Das macht mich dann auch glücklich. Du willst jetzt ins Auto steigen oder Berlin, ne? Ja, ich habe noch so ein paar Fotobücher, die ich ja mal. Es sind immer so Brotkrümel, ne, die man jetzt, die immer so liegen bleiben. Ne? Und jetzt habe ich hab schon echt mal, ich habe echt ein schlechtes Gewissen. Ich habe hier zwei Fotobücher, die liegen bestimmt schon eine Woche rum und die wollte ich jetzt langsam mal an die Brautpaare verschicken. Weil ich habe ja jetzt, ich bereite mich jetzt ja auch auf die Messe vor, ne? Trau dich. Ne? Und da habe ich jetzt auch ganz schön viele Messe vor. Messe wäre übrigens jetzt auch nochmal ein Thema, aber ich will jetzt kein neues Fass aufmachen. Können wir uns ja vielleicht später nochmal drüber unterhalten, nächstes Mal oder so. Ich habe ja jetzt die Messe vor der Brust sozusagen. Und ja, das wird ein gigantischer Messestand, Marc. Da, also das, sowas hast du noch nicht. Wir haben uns richtig eine Messeplanerin mit ins Boot geholt. Und Joris und ich. Und das wird richtig cool. Und ja, also die hat uns dann Standdesign gemacht und so weiter. Aber das muss man natürlich auch noch alles umsetzen, ne? Und das kostet auch alles Geld. Und für die Messe habe ich jetzt auch neue Fotobücher.
bestellt und ja, so Macht quasi. alles dann Sinn, wenn du regelmäßig auf Messen gehst. Wenn du sagst, ich gehe jetzt mal auf eine Messe, ich teste das mal aus, dann Ja. hast du da jetzt kein Riesengeld in den Stadt. Nein, das stimmt. Also es ist jetzt auch kein Riesengeld, also ein paar Euro, aber gut, du kannst es natürlich schon wiederverwenden, auch für die zukünftigen Messen. Nur ich hatte mir einen so mit Aktionismus, ne, hatte ich mir so einen von Flyer Alarm, war das so ein Messestand bestellt, also nicht so ein, also so ein Messetisch, ne, Tresen, Messetresen, so heißt das, mit so einem schönen Bild vorne und so, ne. Und ja, ich hatte jetzt auch so erstmal so eine kleine Hausmesse, dafür habe ich mir den eigentlich bestellt. Der Messetresen kam auch rechtzeitig, einen Tag später, also einen Tag nach der Messe. Also genau genommen 2 Tage, die war ja am Sonntag, also doch einen Tag später kam der Tresen, ja. Ich glaube, das lag am Feiertag auch. Naja, egal. Eigentlich lag es daran, dass ich es zu spät bestellt habe, wahrscheinlich. Und jetzt habe ich hier diesen Tresen. Ich habe sie gefragt, wie sieht es aus? Ne? Wo, ne? Hier so ein schöner Messetresen und so. Und die hat den, man hat, um Gottes Willen, hat sie gesagt, nie im Leben kommt das Ding auf die Messe. Ich so, ja, toll. Ja, so, Ich wollte es 250 gerade eben Euro. sagen, das Ding ist ja echt total emotionslos, ne? Ja, das, aber ja, das ist jetzt nichts Schönes so, ne? Aber das, ja, ist halt irgendwie, naja, also kann man machen, nicht als einziges so, aber für so eine kleine Hausmesse ist es, glaube ich, ganz okay. Ne? Aber wir haben jetzt ja mit Messestellwänden und so und dann, ja, naja, Fußboden ach, das wird gigantisch. Also, ich bin mal gespannt. Aber das ist jetzt auch noch so Vorbereitung. Und jetzt wollte ich dann doch mal für die Brautpaare, das wollte ich ja eigentlich sagen, mal die Fotobücher losschicken, die hier schon so rumliegen. Und dass die auch mal, dass man mal das Projekt auf komplett abgeschlossen stellen kann. Ne? Ja. Ja, ich muss auch zwei Fotobücher muss ich noch machen und dann bin ich auch durch mit allem. Ja. Hast du das eigentlich auch manchmal, du kriegst ja auch so Feedback, ne, über die Fotobücher von den Brautpaaren, dass du so unendlich viel Feedback, so unter uns mal, so ganz viel Feedback bekommst. Was ist denn ganz viel Feedback? Ja, so Änderungswünsche, so ganz viele. Ach so, Ja. Ja, selten. viel. Ja. Ja, hatte ich auch schon mal. Und die haben dann aber aus meiner Sicht zumindest das Buch wieder kaputt gemacht. Fast immer ist es so. Ja, man Ja, macht so. wenn je weniger Feedback du bekommst, umso besser ist das. Ja, es ist überhaupt gar kein Problem, jetzt dann bei dem Entwurf hinzugehen, okay, das Bild gegen das andere Bild aus der Reihe, also 504 gegen 506 austauschen, weil ich das schöner finde oder sowas. Ja. Ja, das ist kein Problem. Wenn das aus einer Reihe ist, sozusagen. Ne? Aber wenn Ja. die jetzt sagen, mach aus Seite 7, 8, 9, 10, 11 und 12 eine Seite, klatsch die alle auf eine Seite drauf, dann denke ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was Ja, ist das, genau. das? Oder wenn, ja, wenn wirklich ganze Seiten verändert werden oder Bilder von Seite 14 auf Seite 12 sollen und dafür dann wird es auch irgendwann kompliziert, ne? Dann, Es oh. ist ja, also, es ist ja nicht nur ein Design, worauf ich darauf achte, dass das Ganze halt gut aussieht, sondern einfach auch, dass die Story gut erzählt wird und dass Genau. du halt auch, also inhaltlich und auch farblich, dass das immer auf eine Seite passt. Ja, also ich würde jetzt niemals Bilder auf eine Seite passen, die jetzt farblich nicht miteinander harmonieren. Oder Schwarz-Weiß und Farbe mischen so in einer Seite und so, das würde ich auch Kannst nicht du machen. auch machen, ja, aber nicht zum Hm. Beispiel, weiß ich nicht, jetzt hast du, sagen wir mal, vier Bilder auf einer Seite und eins davon Ja. ist schwarz-weiß. Das sieht scheiße aus, ja. Machst du aber Ja. links oben und rechts unten schwarz-weiß und so rum, andersrum bunt, dann zum Beispiel funktioniert es wieder, ja. Ja, nee, also ja, das stimmt. Also ich habe auch keine Probleme mit Änderungswünschen. Nur wenn ich jetzt, ich kriege dann ja immer so eine E-Mail, ne? So, Brautpaar hat das Ja. Buch kommentiert und wenn, dann sieht man auch so in der E-Mail schon die ganzen Änderungswünsche. Und wenn das dann kein Ende nimmt, also wenn die so richtig lang ist, ne, dann kriege ich wirklich Schweißperlen. Und manchmal ist es aber auch so, genau wie du und ich es am liebsten haben, dass es komplett durchgewunken wird. Kannst du so lassen, Torben? Kann losgeschickt Ja, werden. ganz nie. Also sind immer ein paar Hatte ich Bilder auch schon, habe ich auch raus. schon. Ja, So, nee, zweimal dieses Jahr. kann ich mich jetzt, glaube ich, nicht dran erinnern. Aber in der Regel sind das ein paar Bilder, die irgendwie ausgetauscht werden. Ja, oder mal eine Seite, die dann auch ganz gestrichen wird oder sowas. Das ist in Ordnung. Ja, aber wie gesagt, ich kann mich an ein Album auch erinnern. Also die haben das komplett verhunzt, das Album. Habe ich denen auch gesagt, ne? Ich gesagt, ich mache alles, was ihr wollt, ist euer Album. Ja, aber das ist nicht mehr meine Empfehlung so. Ja, das wird nicht wirken. Und die fanden es aber gut hinterher. Von mir aus, dann Ja, soll es gut. auch, da Dann müssen soll's sie so selber sein. wissen. Aber unterm Strich, die haben es versaut. Also das war echt vermurks dann hinterher.
Ja. Also schade ich habe, für so ein schönes Album. Also wenn ich jetzt mich dran setze, dann geht es dann unter dem Strich dann doch relativ schnell, die Änderung zu machen. Es ist halt nur erstmal so wie so eine Wand, ne, wenn da viele Änderungswünsche sind. Aber ja, gut, es wird nicht oft immer verbessert, aber naja, es ist halt auch immer ein bisschen Geschmackssache, ne? Mhm. Ja, nö, ja. Aber ja, jetzt gehen die letzten beiden Alben raus. Und doch ein paar werden noch kommen. Manche Brautpaare lassen sich echt lange Zeit, aber naja, gut. Ja. Naja. Das Feedback zu geben dann. Ja, mit dem Feedback, genau. Manche sagen auch, wir haben im Moment andere Sorgen. Ich denke immer, könnt ihr machen, das läuft ja nicht weg, ne? Wenn sie es ein halbes Jahr später machen, ist auch noch in Ordnung. Also mir ist das egal. Solange ich jetzt meine Arbeit erstmal erledigt habe, ich sag ja, dir genau. Das auch, ne? Ich warte jetzt, bis ihr mir Bescheid sagt, dass ihr mit eurem Feedback fertig seid. Weil du nimmst ja auch ihr Cloudproof, ne? Ja, genau. So. Dann kriegst du ja mit jeder Änderung immer auch ein Mail. Da ist jetzt was geändert worden oder ein Feedback gegeben worden. Genau. Du weißt aber nicht, wann die fertig sind, weil die keinen abschließenden Button oder sowas haben dann. Stimmt. So, und deswegen sage ich immer, ich mache jetzt gar nichts, bis ihr mir Bescheid sagt, wir haben unsere Änderungswünsche alle eingetragen. Ja, so lange mache ich jetzt Ja, nichts. Darauf genau. warte ich jetzt. Stimmt. Könnt ihr euch gerne Zeit lassen, Ja. könnt es auch schnell machen, so wie ihr wollt. Ja, aber ich warte jetzt darauf, das ist wichtig. Ja, ihr habt den Ball jetzt in der Hand, bis ihr mir sagt, wir haben jetzt alle Änderungswünsche fertig und dann gehe ich hin und passe das entsprechend eurer Wünsche dann an. Genau, und dann gucken die nochmal rüber und dann können die Da das auch könnt ihr nochmal mal bestätigen. natürlich nochmal drüber gucken und idealerweise geben sie dann ihr finales Okay. Ja, genau. Und sollte jetzt irgendwas doch noch nicht funktionieren, dann können wir nochmal natürlich nochmal das letzte Bild auch nochmal irgendwie austauschen. Aber das ist Also kommt sehr selten, ne? ja, kann ich mich nicht jetzt daran erinnern, wann das mal passt. Also normalerweise ist dann mit den Änderungswünschen dann auch alles klar, so passt es jetzt, dann go. Normalerweise ja, ne? Genau. Und dann wird es bestellt. Ja, ich schicke da nochmal so eine Farbtafel und dann suchen sie sich noch eine Farbe aus und ja, Einbandfarbe. Und dann geht das los, ne? Genau. Einbandfarbe, also die erste Seite jetzt dann. Ach so, nee, die vom ja, wie heißt das? Ja, nee, ja, die Farbe vom Deck. Ach so, Also, ja, ich wie nennt man vertue mich das? auch immer so ein bisschen, was Einband ist Ja, und was. da ist es nicht der Einband, ja. Das, ich glaube Kann schon. sein, ja, dass das Einband ist. Das Ja. ist richtig. Ja. Das mache ich immer schon bei der Buchung, beim Gespräch Ach so, definieren. echt? Ja. Ach, da suchen die das schon aus? Ja. Ach so, ja, okay. Ja, gut. Nee, so, ja. Ja, weil ich dann auch Muster zeigen kann, was Stimmt. per Mail nicht mehr so schön ist, weil die Farben natürlich nie so authentisch rüberkommen dann, ne? Ja, das stimmt. Dann Das habe ich stimmt. so eine Musterbox und dann können sie sich dann, Ja, die habe ich auch. Ja. dann können sie sich aussuchen. Also wie gesagt, das mache ich direkt schon im Erstgespräch. Ach, im Erstgespräch schon. Ah, Ja. gute Idee. Ja, okay. Sehr gut. Das würde ich mal auch so übernehmen. Cool. Jo, Genau. sehr Ja, gut, gut. Marc, in dem Sinne. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß am Way Up North. Ja, ich grüße alle von dir, ne? Genau. Du grüßt alle, ja, genau. Ja, viel Spaß. Bin mal gespannt, was du Danke. mitbringst. Ich auch. In diesem Sinne. Bis Bis nächste nächste Woche. Woche. Ciao, ciao. Schön, dass du heute wieder mit an Bord warst. Dir gefällt, was Marc und Torben zu berichten haben? Spoiler-Alarm! Das ist nur ein Bruchteil dessen, was du wissen musst, um dich und dein Business auf ein ganz neues Level zu bringen. Den richtig heißen Scheiß gibt es in der Wedding Secrets Academy. Stell dir vor, du hast regelmäßig neue Anfragen und damit planbare Umsätze. Stell dir vor, du hast Kunden, die deine Arbeit wertschätzen und bereit sind, einen Preis zu zahlen, der genau das auch spiegelt. Wie klingt das? Wetten, dass du viel mehr wert bist, als dir jetzt gerade bewusst ist. In der Academy bekommst du genau die Strategien an die Hand, die dir helfen, ein nachhaltiges und profitables Business aufzubauen. Du lernst, wie du dich als Experte positionierst und dich hochpreisig verkaufst. Sichere dir jetzt unter markschellwatt.de/termin einen individuellen Business-Check und finde heraus, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist. In diesem kostenlosen 1:1-Call erhältst du ein ehrliches Feedback zu deinem Business. Du erfährst unter anderem, wie du deine Wunschkunden ansprichst und welche Preise du verlangen kannst.
Viele Academy-Teilnehmer haben es bereits geschafft, sich auf mittlere vierstellige Umsätze pro Buchung zu steigern und sind mittlerweile nahezu ausgebucht. Mithilfe einer Schritt-für-Schritt-Anleitung wirst auch du bereits nach wenigen Wochen unglaubliche Erfolge erzielen. Ganz egal, ob als selbstständiger Fotograf oder im Nebenerwerb. Du willst wissen, ob das auch für dich möglich ist? Dann ergreife jetzt deine Chance und sichere dir unter markschellwardt.de/termin deinen kostenlosen und individuellen Business-Check.